Der Herbst zog gerade über das Land, als ich den Brettmühlenteich in Ramenau besuchte. Eine gar liebliche Idylle präsentierte sich mir. Die Enten waren gerade beim Herbstputz. Und die Schwäne genossen ein Bad in vollen Zügen. Dieser Grenzstein markierte früher einmal die Grenze zwischen dem selbstständigen Rittergutsbezirk und der Gemeinde Ramenau. In der wärmeren Jahreszeit kann man hier vom Schwansein träumen oder man nimmt ein Boot und gondelt ein bisschen über den Teich. Kein Wunder also, dass in dieser Idylle der ehemalige Kammerherr von August dem Starken, Ernst Ferdinand von Knoch, ein Schloss errichtete. Das ist aber schon wieder eine andere Geschichte.